Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Englisch. Ja, Leute, wir gucken mal in die Kommentare rein. Jonas, Bock, geiles Video und danke immer für deine Tipps. Und die Schoolbox habe ich mir geholt, habe Linda die Hayley auf dem anderen und noch eine, weiß gerade nicht welche Karte. Ja, Linda ist natürlich jetzt nicht gerade. Ja, hätte ich dir dann doch lieber was anderes gewünscht. Aber gut. Hayley ist natürlich cool. Ja, also Hauptsache, du bist erstmal glücklich mit der Box. Das ist schon mal das Wichtigste. So, dann schauen wir doch einfach mal jetzt hier rein. Was haben wir denn da hier? Hier haben wir die Mythic Louise. Ist natürlich eine Farmable Mythic und insofern finde ich das jetzt nicht ganz so interessant. So, dann schauen wir hier in den Shop rein. Und hier haben wir die Mythic Hayley mit dem CIA-Student Neil Goldman, Cuddles und Bill Daugherty. Und das ist natürlich, Mythic Hayley ist natürlich mega geil, ne? Und CIA-Student Bill Daugherty, die Box ist schon echt cool. Wenn sich davon genug leisten kann, ist das echt nice. Ja. Dann haben wir hier die Dog Box nach wie vor mit Betsy, Spirit, New Brine, Goggles Cat, Mac Griffin und Lois Griffin. Ist jetzt, naja, ich finde sie nicht so toll. Und dann die Highschool Box, die eben gerade angesprochen wurde. Mit Linda Belcher und Dr. Amy Wong, Director Shepard, Dr. Kyle, Student Lucky und Highschool Linda. So. Die finde ich besser, die Box. Ein bisschen schade, dass er da die Linda Belcher bekommen hat. Aber ja, Linda Belcher ist halt auch nicht so toll und Dr. Amy Wong, naja, aber Student Lucky ist halt geil, Dr. Kyle ist geil, Director Shepard. Jetzt am Donnerstag geht ja eh der Educated BGE los, soweit ich das weiß. Und dann werden die Karten auf jeden Fall sehr sinnvoll sein. So, dann sind wir auch schon in der Meisterschaft, in der Mastery. Und dann gucken wir mal hier rein. Hier haben wir gleich am Anfang eine von mir sehr gerne gespielte Combo. Das ist die Ruby Zelda Steen. Und Ruby Zelda Steen sieht folgendermaßen aus. Hier ist ein Roger. Na, ich muss irgendwie, ich muss das so in die Mitte. So, das ist der Roger. Und das Ganze eben mit Kostümkarten. Ja, und dann kommt da die Ruby Zelda Steen raus. Das Tolle ist halt, zum einen hat sie die Mauer noch davor, das ist jetzt nicht toll, Mauer, aber nicht schlecht und hat halt Craze. Ne? Und wenn wir das Ding jetzt mal hier maxen und dann ja, 11-fach Craze, 10-fach Craze, 12-fach Craze, stärkstes hier mit Shrimpy Shrimps aktuell. Ja, 24 Angriff, 63 Leben. Schild für alle. Die habe ich auch schon diverse Male gespielt. Und wenn die erstmal in Fahrt kommt, dann ist die auch nicht mehr wirklich aufzuhalten. Ich meine, ihr seht es ja selber, die braucht dann so zwei, drei Runden und dann hat die Angriffswerte, dann tut das eben auch richtig weh. Und durch die Mauer, je nachdem, kann es unter Umständen eben auch der Fall sein, dass man die auf diese Stärke dann auch kommt, ne? Aber 500 Gems würde ich trotzdem dafür nicht ausgeben. Und naja, dann haben wir hier den Drunk Hermes und der Drunk Hermes ist ferner liefen. Sieht folgendermaßen aus: Drunk Hermes ist hier mit Hermes Konrad. Das ist halt Schild und den Stoß für die Mauer. Ja. Also die Karte ist so überflüssig wie ein Kropf. Also das Ding, das lohnt sich nicht wirklich. Und deswegen klicken wir die auch mal ganz schnell wieder weg. Dann haben wir hier den Whisky Drunk oder Whisky Trinker Brian. Ist ein Brian mit Alkoholkarten.
Schauen wir uns hier mal den Mythic. Ist die Pawtucket Patriot Ale die einzige? Absinth geht noch und Malteser Likör. 21, 23. 19, 21. 22, 24. Ist ja sogar geil, ey. Mit der Pawtucket Patriot Ale, also die Standard Drunk Karte. Ich nenne sie mal Standard Drunk Leggy. Ja, kommt der stärkste Whisky-Trinker Brian raus. Und wenn man sich das da hinten anschaut, dann hast du tatsächlich hier 22-fach Punch, 24 Leech, 22 Angriff und 71 Leben. Bedeutet im First Hit 44 Angriff. Und wenn du da die 10% draufrechnest, dann bist du ruckzuck bei 48 Angriff. Beziehungsweise wir müssten mal schauen, das wären 24, doch 24 Punch und 24 Angriff. Und dadurch kämst du auf 48 und damit machst du schon fast alles platt. Ne? Und das Geile ist natürlich, du hast da noch das Leech mit hinzu. Bedeutet also, selbst wenn er jetzt Schaden bekommt, er holt sich ja immerhin 24 Leben wieder zurück. Und wenn er dann die Karte vor sich down hat, ja, dann heilt er sich wieder hoch. Ne? Und das ist, also der Whisky-Trinker Brian hier ist schon echt eine coole Karte. Und ziemlich stark, aber eben in der Mythic-Version. Alles andere ist nicht wirklich diskutabel. Sei denn natürlich, wir müssen jetzt mal schauen, was passiert, wenn wir jetzt das Ganze mal maxen. Wie sieht denn der Spaß dann gemaxt aus? 15, 17, ja. Ja. Mit der Pawtucket Patriot Ale. Wer käme noch 32 raus? Und 32 ist für First Hit nicht stark genug. Ja, definitiv nicht. So, also Mythic Brian mit Drunkkarten sollte jetzt zuschlagen und sich auf jeden Fall diese Combo sichern. Die ist nämlich dann doch stark. Das ist geil. Ja, dann haben wir hier als letztes noch den Tweaker Peter. Und der Tweaker Peter ist eben ein Peter mit Drogenkarten. Haben wir hier zum Beispiel mit Toad Licking, mit Leech und Stoß durch die Mauer. Ja. Das Ding mal maxen, dann müssen wir mal schauen, was passiert, wenn das Ding gemaxt wäre. 22-fach Leech, 23 Angriff. Na gut, das ist halt eine Karte, die würde halt, jetzt wir hatten vorhin die Ruby Zelda Steen als Beispiel gehabt, die würde natürlich bei der Ruby Zelda Steen reinhauen, weil sie durch die Mauer durchkäme. Müsste vier Angriffe überstehen ungefähr und das wird mit Sicherheit nicht gelingen. Also, ja, wobei. Durch 21-fach Leech würde der Tweaker Peter, denke ich mal, gegen Ruby Zelda Steen sogar bestehen. Also wenn ich mir das jetzt überlege, er kommt mit 18. Gehen wir nochmal zurück auf die Ruby Zelda Steen. Das waren 63 oder hier 70 Shrimpy Shrimps, 63 Leben. Tweaker Peter, 18 Angriff, 18, 36. 62, das sind 4, das sind 5 Angriffe. 5 Angriffe. Ruby Zelda Steen würde jetzt hier mit 24 anfangen. Danach 36, dann wären wir schon bei 60. 24 Angriff. 21 wieder geheilt. 60 Angriff. 21 wieder geheilt, wären 40. Na, 24 Angriff, Quatsch. 24 Angriff. 36 Angriff. 21 wieder geheilt. Ja, der Tweaker Peter würde tatsächlich Ruby Zelda Steen platt bekommen. Ja. 36, 48 in der dritten Runde.
Reicht immer noch nicht. 60 in der vierten Runde. Und dann wäre Ruby Celestine wahrscheinlich schon. Ja, wobei du darfst, ja doch, Ruby Celestine würde wahrscheinlich Platz sein, ja. Ja, also interessantes Matchup, Ruby Celestine gegen Tweaker Peter hier. Also in so einer Situation könnte der dann doch schon ganz schön wehtun. Ja, sorry für diese Analyse hier, aber wäre jetzt einfach mal ein interessantes Ding gewesen. Also ich behaupte mit Tweaker Peter, wenn beide gleichzeitig ausgespielt werden, kriegst du Ruby Celestine dann doch down. Wenn jetzt nicht die anderen Karten in irgendeiner Form darauf einwirken. So, ich hoffe, ich konnte euch ein klein wenig helfen. Wenn das der Fall ist, dann würde ich mich riesig, wirklich sehr, 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 über einen Daumen nach oben freuen, über ein Like. Lasst mal bitte ein Like da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet, und läutet die Glocke und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, der mein Geist. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.